Oh nein, Steve. Mr. Ryan. Wie soll ich so weiterleben? Ich kann doch nicht für alle Ewigkeit als Geist herumlaufen. Ich weiß, dass es kein Trost ist, aber ich denke, sie werden sich im Laufe der Zeit daran gewöhnen. Daran gewöhnen? Glauben Sie, ich kann mich so einfach auf der Straße blicken lassen, so in eine Kneipe gehen? Und welche Frau steht schon auf einen Geist? Ich will nicht auf all das verzichten, was ich vorher gehabt habe. Ach du Scheiße. Die Augen sind schwarz geworden. Mr. Ryan, was? Und das muss ich auch nicht. Julie wollte doch, dass ich zu ihr komme. Sie wartet bestimmt schon auf mich. Na, sala. Als Mr. Ryan sich verändert hat, ist es plötzlich eiskalt im Raum geworden. Liegt es daran, dass er so verzweifelt ist? Ich habe jetzt keine Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Donnerwetter. Es wird immer mysteriöser hier. Okay, oh. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Tja, dann müssen wir wohl gucken, dass wir so schnell wie möglich weiter. Oh, holy. Yeah. Kleines Fach, es ist verschlossen. 10 9mm Patronen. Ja, jetzt kommt er wieder mit eurer Ersatzteile für die Überwachungsanlage. Jetzt kommt er wieder mit eurer Haufen Munition. Ja, da leck mich doch. Tabletten. Und einmal Wundpflaster. So. Ah, schon wieder Zombies. Ich hasse es. Tot. So. Tabletten erhalten. Nur Kleidungsstücke. Nur dunkle Räume. Oh, das Funkgerät. Jemand hat es zerstört. Toll. Ja, leck mich doch. Eine kleine Kiste. Sie ist zugeschraubt. Man braucht einen Kreuzschraubenzieher, um sie zu öffnen. Ja, und wir haben leider nur einen Schlitz. Nichts Besonderes. Ach, Mann. Magic, etwas blockiert die Tür. Hey, da ist ein Geheimgang. Weg damit. Kleine Gasflasche. Tabletten und ein Haufen Patronen. Bücher über Biologie. Alte Romane. Die Tür ist verschlossen. Leer. Die Tür ist verschlossen, aber das Mauseloch. Im Loch ist eine Maus. Yay. Die Alexandra kommt. Irgendetwas blockiert die Tür in diesem Raum. Kannst du sie für mich öffnen? Ich schau mal. Yeah. Kick. Die Tür ist offen, Diana. Okay. Nur Arbeitsunterlagen. Leer. Na, sorry. Schau dir dieses riesige Loch an. Der Wachmann hat anscheinend eine Granate benutzt. Dort hinten ist ein Hebel an der Wand, aber ich bin leider keine gute Springerin. Ich auch nicht. Vielleicht finde ich hier einen anderen Weg. Na dann. Vielleicht aber auch nicht. Wir speichern mal. Dieses Buch erinnert mich doch an was. Und schauen wir hier rein. Ah, Zombies. Nein! Moment. Ich will nicht so viel Energie verlieren. Ich hasse Zombies. Ah, sterb! Mann! Sein Arm wurde komplett von der schwarzen Masse umhüllt. 2 Schrotpatronen. Hey, noch mehr Zeug. Jagdgewehr und 15 Patronen. Im
Schrank sind noch mehr Gewehre. Ein Bärenkopf. Im Schrank sind Tierfallen. So, wir wählen doch mal die Pumpgun und gehen mal hier weiter. Nass, Hobby toll. Ewig starke Zombies. Oh Mann. Tot. Yeah. Bücher über Pflanzenzucht. Der Schrank ist leer. Am Bild ist nichts Besonderes. Hey, Terrasse, Balkon. Hey, da ist was. In der Pflanze steckt ein Schlüssel, aber ich kann ihn nicht erreichen. Ich kann ihn wegen der vielen Dornen nicht erreichen. Na, ich glaube, das bekommen wir hin. Wo haben wir denn unseren Handschuh? Handschuh. Schrankschlüssel erhalten. So, der ist wahrscheinlich für das kleine Fach, nehme ich jetzt mal an. Hoffe ich. Ja. Schraubenzieheraufsatz erhalten. Das heißt, wir können... Moment, wo war das mit dem Schraubenzieher? Ich glaube hier, oder? War das hier? Nee. Dann war es hier. Yay. So, das heißt... Schraubenzieheraufsatz, ein Kreuzaufsatz kombinieren mit Schlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher erhalten. Also, ja, bla. Geisterkapsel, yay! Das ist sehr gut. So, dann sind wir wieder hier daheim. Geben die der Alexandra. Ich habe wieder eine Geisterkapsel gefunden. Bis jetzt bist du immer stärker geworden, als du sie benutzt hast. Vielleicht hilft uns das auch beim Hebel weiter. Ich kann es ja mal probieren. Spürst du irgendeine Veränderung? Ja, das fühlt sich ganz seltsam an. Es ist, als ob ich das Gewicht von allen Sachen im Raum spüren kann. Magic. Das war ganz schön anstrengend. Was würde ich nur ohne dich machen, junge Dame? Vielen Dank. Ich wünsche, der Geist von Mr. Ryan wäre auch so hilfsbereit. Ich glaube nicht, dass er dir helfen wird. Die anderen Geister werden nach einiger Zeit immer böse. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Es ist, als ob sie immer verzweifelter werden und dann ändert sich plötzlich ihre Farbe. Sie werden ganz schwarz? Ja, woher weißt du das? Mr. Ryan hat sich schon so verändert. Oh, da musst du ihm jetzt aus dem Weg gehen. Wenn die Geister so sind, dann töten sie alle, die ihnen über den Weg laufen. Sie töten? Mein Gott, Mrs. Woods! Diana, warte auf mich! Oh mein Gott. Ein kleines Kind? Du gehörst weder zum Personal noch zu der Reisegruppe. Was machst du hier? Ich bin hier schon viel länger als sie und sie haben mich sogar schon mal gesehen. Ich habe es immer für eine Einbildung gehalten. Natürlich wusste ich von den anderen Geistern, aber die wurden nach einiger Zeit immer gewalttätig. Als die anderen von einem Geist eines kleinen Mädchens erzählt haben, konnte ich das nicht glauben. Aber wie es aussieht, habe ich mich geirrt. Ich weiß, dass du die Geister auf normalen Weg nicht verletzt, dass Geister auf normalen Weg nicht verletzt werden könnt. Helf mir in den Keller zu kommen. Nein, ich helfe ihnen nicht. Sie sind ein böser Mann. Vielleicht bin ich das wirklich, aber es ist nicht meine Schuld, dass diese ganzen Zombies und Geister hier herumlaufen. Dieser Bastard Henry hätte seine Frau schon längst zerstören sollen. Wenn ich nur an das Spektralschild gelangen könnte. Na dann. Mr. Williams. Super. Er ist tot. Sein Rücken ist mit Einstiegsverletzungen übersät. Das war kein Zombie. Es muss Mr. Ryan gewesen sein.
Na dann. Ah, Steve. Was ist denn? Du hast dich doch auf der Hinfahrt so... Was ist denn? Du hast dich doch auf der Hinfahrt nicht so angestellt. Gefalle ich dir als Geist etwa nicht mehr? Nein, ich bin... Nun bin ich aber wirklich enttäuscht. Ich fürchte, jetzt muss ich... Ja, das wird nichts. Du weißt doch, ich bin ein Geist. Du kannst mich nicht töten. Eigentlich mag ich es ja nicht, wenn ich gestört werde, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Mit zwei Frauen wird es noch viel besser. Na, das ist aber Oshi. Die Alexandra. Ist der? Nein, am Anfang können die Geister ihre Gestalt nur noch nicht so gut kontrollieren. Es dauert ein wenig, bis er wieder die Kontrolle über sich hat. Kann man denn da gar nichts gegen die Geister machen? Doch, früher haben wir oft Banntränke gebraucht. Sie können Geister für eine längere Zeit vertreiben. Im Burggarten wachsen bestimmt auch die richtigen Kräuter, um einen zu brauen, aber ich kenne das Rezept nicht mehr. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Gibt es denn darüber irgendwo Aufzeichnungen? Ja, bestimmt. Ich werde mal die alten Bücher durchsuchen. Ach ja, ich habe diesen Schlüssel gefunden. Der wird dir bestimmt weiterhelfen. Bronzenschlüssel erhalten. Schön. Danke. Kannst du Mrs. Woods auch dorthin bringen, wo du Mrs. Taylor versteckt hast? Ach du... Nein! Toll. Bleib lieber hier, Diana. Die schwarzen Ranken sind gefährlich. Aber ich muss doch irgendwie helfen. Von hier oben kannst du gar nichts tun. Du hast recht, ich muss einen Weg in den Keller finden. Bitte such nach diesem Buch mit dem Rezept für den Banntrank. Ich mach mich sofort auf den Weg. Ach ja, das Spiel wird immer schöner. Na gut, wir haben den Bronzenschlüssel erhalten und können damit in die untere Tür da unten. Aha, in die Tür da unten, wollte ich sagen. Und zwar hier rein. All die Kleidungsstücke. Oh, noch mehr Zimmer. Toll. Ah, holy. Tot. Schweißgerät erhalten. Eine Kaffeemaschine. Ein Haufen Patronen. Die Altanlage ist außer Betrieb. Von Motten zerfressene Mäntel. Oh Mann! Ach du Scheiße! Alter! Mei, oh mei, oh mei! So, da hätten wir das auch mal wieder. Oh, holy, oh holy. Abgeschlossen. Bekommst du die Tür nicht auf? Ja, sie ist leider abgeschlossen und diesmal ist kein Mauseloch in der Nähe. Wenn ich doch nur wieder durch Türen gehen könnte. Vielleicht kannst du das auch, wenn ich noch eine weitere Geisterkapsel finde. Meinst du? Ich schau mich mal um. Ich warte hier dann so lange. Oh Mann. Ist das toll. Wieder epische Dialoge. Es wird Zeit, dass sie mir erklären, was hier passiert ist. Wenn sie unbedingt wollen. Sie haben gesagt, dass ihre Frau an Kraft gewonnen hat. Also ist sie auch ein Geist? Ja, ist sie. Wie ist es dazu gekommen? Warum sind diese ganzen Leute zu Geistern geworden? Es fing alles damit an, dass... die ganze Geschichte. Jetzt auf RTL 2. Jetzt hier live beim Matze 1005. Meine Frau und ich entdeckten, dass wir Menschen tatsächlich eine Seele besitzen. Wir fanden heraus, dass es möglich ist, die Seele vom Körper zu trennen. Lange dachten wir darüber nach, die Theorie in die Praxis umzusetzen, aber wir wussten nicht, ob sich der Prozess rückgängig machen lässt. Donnerwetter. Doch eines Tages erkrankte meine Frau schwer.
Die Krankheit lähmte sie nach und nach immer mehr und es gab keine Aussicht auf Heilung. Es schmerzte mich sehr, sie so leiden zu sehen. Und am Ende wurde mir klar, dass ich ohne sie nicht weiterleben könnte. Ich entschloss mich, ihren Körper in Stasis zu versetzen und damit sie eines Tages geheilt werden kann. Aber obwohl sie in diesem Zustand noch lebte, so waren wir doch getrennt. Deswegen entschied ich mich, ihre Seele vom Körper zu trennen. So könnte ich wenigstens auf diese Art mit ihr zusammenleben. Es zeigte sich, dass all unsere Theorien richtig gewesen sind. Elisabeth war bei vollem Bewusstsein keine Zeichen mehr von ihrer Krankheit. Keine Zeichen mehr. Ah ja, na dann. Rechtschreibung, aber so ist sie ja ganz gut vom Spiel her. Ich war überglücklich und dachte, sie würde es auch sein, aber sie wollte oder konnte es nicht akzeptieren, nur noch ein Geist zu sein. Und so wurde sie von Tag zu Tag immer depressiver und aggressiver, bis... Ja, wie es halt bei allen Geistern passiert, so wie es jetzt beim Steve ist, Elisabeth, halt bei jedem. Sie eines Tages anfing, die Wissenschaftler im Labor zu töten. Mir blieb nichts anderes übrig, als sie mit Bannruhen einzusperren. Die unnatürliche Trennung von Körper und Seele muss sie an den Wahnsinn getrieben haben. Tja. Das ist so, ne? Ich war so in nah. Wie befürchtet fand ich keinen Weg, die Seele wieder zurück in den Körper zu transferieren. Ich hatte meine geliebte Frau zu einem Monster gemacht. Aber ich wollte sie nicht aufgeben, also begann ich mit den Experimenten. Ich heuerte Wissenschaftler an, um mir dabei zu helfen. Und ich heuerte Söldner an, um mir Forschungsobjekte zu besorgen. Forschungsobjekte, sie meinen doch nicht etwa. Was blieb mir anderes übrig? Ich musste einen Weg finden, die Seele abzutrennen, ohne dass die Geister wahnsinnig werden. Wäre mir das gelungen, dann könnte ich vielleicht auch einen Weg finden, um Elisabeth zu heilen. Und dafür haben sie andere Menschen getötet. Sie sind ja wahnsinnig. Das sind die Zombies, die leeren Hüllen ihrer Opfer. Ist das so? Ja, sie werden genauso aggressiv wie die Geister, als würden sie wie Marionetten von ihnen gesteuert werden. Was ist nun im Keller passiert? Wieso wimmelt es hier so plötzlich von Zombies? Meine Frau hat es geschafft, alleine durch ihre Gedanken die Maschine unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie hat alle im Labor entzählt und breitet sich immer weiter im Keller aus. Ich weiß nicht, aber sie hat nun die Kraft, den Menschen... Was? Ich weiß nicht wie, aber sie hat nun die Kraft, den Menschen die Seele auch ohne die Maschine zu entreißen. Donnerwetter, ist die gut. Als das passiert ist, haben sie gerade versucht, Mr. Ryan die Seele zu entziehen. Habe ich recht? Nennen Sie mir einen Grund, wieso ich sie nicht auf der Stelle erschießen sollte. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber es ist sowieso egal. Wir werden hier alle sterben. Nein, ich bin nicht so ein Monster wie Sie. Nur noch eine Sache, wieso ist der Geist von Alexandra nicht wahnsinnig geworden? Alexandra? Ach, das kleine Mädchen. Niemand hat ihre Seele entzogen. Sie ist schon sehr lange tot. Ich weiß nicht, was sie noch im Diesseits hält, aber die Seelen der Menschen, die normal sterben, werden nicht wahnsinnig. Und nun entschuldigen Sie mich. Ob es einen Weg gibt, Elisabeth zu zerstören? Na, hoffen wir es. Das ist also die Frau von Mr. Welford. Auf dem Bild ist ein Durchgang zu sehen, vielleicht eine Art Geheimtür? Bücher über Naturwissenschaften. Oh, holy shit. Das ist ja wirklich eine böse Geschichte, was hier passiert ist. Ja, scheiße. Das ist ja wirklich eine böse Geschichte. 5 Patronen, bla bla. Alte Mäntel. Was der Mr. Welford hier getrieben hat. Die Unterlagen sind alle schon ziemlich alt. Auf dem Bild war an dieser Stelle eine Tür. Hier ist ein versteckter Schalter. Yeah! Ich sag's ja immer wieder, nur Verrückte in dem ganzen Dorf. Die Tür wurde zugeschweißt. Ach, wie gut, dass wir eine kleine Gasflasche und ein Schweißgerät gefunden haben. Gasflasche angeschlossen, Schweißbrenner kann nun sofort benutzt werden. Benutzen. Schweißen wir die Tür mal auf, Diana. Dass Frauen mit sowas überhaupt umgehen können, ich bin begeistert.
Das Gas hat gerade noch gereicht, um die Tür aufzuschweißen, aber nun ist die Flasche leer. Geisterkapsel, Tabletten und zwei Schrotpatronen. Laborgegenstände. Oh, holy, oh, holy, oh, holy. Ist das alles schön? Waren wir hier schon? Nein! Dunkle Räume. Nichts Interessantes. Im Schrank sind Gesellschaftsspiele. Arbeitsunterlagen. Na komm. Fünf 12,7 mm Patronen. Ach ja, nichts Besonderes. Leer. Ein Klo. Tabletten erhalten. Noch ein Klo. Da ist aber nichts drin. Öppe-döppe. Na gut. Dann zurück zu Alexandra. Dieser Mr. Welford und seine Frau, die haben wirklich an. Also furchtbar. Mal sehen, ob die Kapsel etwas bewirkt. Ich versuche mal durch die Tür zu gehen. Hey, jetzt wohnst du. Cool. Es hat geklappt, aber es war ganz schön anstrengend. Ich glaube, durch Holz- oder Eisentüren kann ich nicht gehen. Nur durch welche? Aus. Wie heißt das nochmal? Kunststoff? Ja, genau. Hast du nun schon das Buch mit dem Rezept gefunden? Nein, leider noch nicht. Aber mir ist ein alter Bücherschrank eingefallen, in dem es sein könnte. Falls du wieder meine Hilfe brauchst, ruf mich einfach. Genau. Jetzt kann die Alexandra schon zwei Sachen für uns machen. Einmal besessen und einmal ätherisch werden. Kann durch Türen, aber nur aus Kunststoff gehen. Ah ja. Hier sind sie also. Ich dachte schon, Mr. Ryan hätte sie auch getötet. Nein, ich konnte ihm gerade noch entkommen. Mr. Williams leider nicht. Oh, er wurde von Mr. Ryan ermordet? Ja, ich habe ihn auf dem Flur vor seinem Zimmer gefunden. Verstehe. In diesem Haus gibt es einen sicheren Ort, an dem sie sich verstecken können. Am besten ich rufe Alexandra, damit sie ihnen zeigen kann, wo der Raum ist. Alexandra? Ja, das ist eine lange Geschichte. Am besten sie vertrauen mir einfach. Vorher schaue ich aber erstmal, ob hier irgendwo ein Schlüssel ist. Sie hätten mich nicht so anstarren sollen. Oh Gott, der ist ja wahnsinnig. Hm, was meinen Sie? Mr. White, was? Warum starren mich alle immer so an? Ich will das nicht. Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Yeah. Wenn Sie sich auch nur ein Stück rühren, dann erschieße ich Sie. Sind Sie verrückt geworden? Jetzt verstehe ich, es war gar nicht Mr. Ryan, der Mr. Williams getötet hat, es waren Sie. Warum hat er mich auch so angestarrt? Er wollte es ja nicht anders. Sie sind sind Sie unverletzt, Diana? Ja. Am besten wir sperren ihn irgendwo ein. Niemals. Na dann. Verdammt, aber ich konnte ihn einfach nicht einfach so erschießen. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Das unterscheidet uns ja von solchen Leuten wie Mr. Belfort. Jetzt haben Sie mich schon wieder gerettet. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn sie sich irgendwo verstecken. Und dort auf den Tod warten? Nein, auf keinen Fall. Hm, was ist mit dem Funkgerät? Es wurde leider zerstört. Das habe ich befürchtet. Ich habe erfahren, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes für Mr. Welford die ganze Drecksarbeit gemacht hat. Er möchte wohl verhindern, dass ihn die Polizei erwischt. Ja, das kann ich mir bei diesem Kerl vorstellen. Ich bin ihm schon begegnet. Unsere einzige Chance ist der Kontrollraum im Keller. Von dort kann man die Türen entriegeln. Ich weiß, aber der Keller ist voller Zombies und Geister. Wir haben wohl keine andere Wahl. Wissen Sie denn, wo der Eingang zum Keller ist? Nein, ich suche noch danach. Gut, dann werde ich versuchen, diesen Mr. White zu fassen zu kriegen. Ich möchte nicht, dass er uns in den Rücken fällt. Seien Sie aber bitte vorsichtig. Und Sie auch. Na dann. Nur Verrückte. Silberschlüssel. Nichts Besonderes. Tabletten. Tabletten. Das Telefon funktioniert nicht. Das brauche ich nicht. Normales Büromaterial. Das brauche ich nicht. Okay. Dann haben wir den Silberschlüssel. Und wir machen uns auf den Weg zurück. Vorher speichern wir aber. Und bevor wir dann schließlich und endlich weitergehen,
mit dem Silberschlüssel würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der Atze1005 und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bei Let's Play Verlorene Seelen. Bis denn, Leute, und ciao, ciao.